Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir fangen gleich an. Never Back Down mit Chaos Bay. Ich habe den Namen gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was die machen. Aber Chaos Bay ist dabei. Okay, ja. Verkackt es nicht. Bitte verkackt es nicht. Ich mochte die Stimme als Intro, aber ich mag es nicht, jetzt diesen 0815 Refrain daraus zu machen. Hallo Jan. Oh, das ist schon nasty. Wow, Alter. Ich fühle den Refrain nicht. I don't know. Das ist so ein 2000er Metalcore-Refrain irgendwie. 2010er Metalcore-Refrain. Okay, ich finde es gerade geil, dass sich das Format ändert. Das ist ein ziemlich nicer Spin, muss ich sagen. Ich meine, ja, das klingt wie ein Refrain, aber oh, der Rest von dem Song ist echt geil. Oh, es ist nasty. Ja, doch. War sehr schön, muss ich sagen. So, ich denke, Greystone wird wieder You Love, You Lose. Also, würde mich wundern, wenn es anders ist. Wer ist der Typ im Hintergrund? Was ist ein Brazilian Chuchu? Ja.
Wofür steht SOS? Wieso hat er falsch rum von diesem Ding gehangen? Okay, jetzt weiß ich's. Okay, das war echt schwierig. Okay, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, das war ganz oben in meinem Release-Radar. Ich weiß gerade gar nicht, was es sein soll. Also ich meine, ich verstehe, warum es mir reingespült wurde, bei dem, was ich so höre. Ich verstehe es nicht. Das ist irgendwie so viel Good Mucke, I don't know. Sieht er aus wie Olly Sykes? Ich verstehe den Handlungsstrang auch nicht. Aber es sind Briten. Also ja, es war cool, aber irgendwie... Warum? Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt eine Sache ist. Neues Unprocessed ist draußen. Also neuer Song.
eine Mischung aus animiert und Realvideo. Ist nicht, was ich erwartet habe nach dem letzten Album. Na, endlich mal. Der Bass von nach vorne ballert. Jetzt weiß ich, warum es so seltsam klingt. Es ist sehr wenig. Okay. Gehst du gerade auf den Tisch drauf? Ist es dein Ernst? Nein, jetzt komm von dem Tisch runter. Leg dich dahin. Das ist eine ganz schöne Entwicklung von. Ja, er geht gerade im Hintergrund ab. Sind es nur die Synths? Ist es die Gitarre oder sind es die Synths? Sie sneakt sich von hinten an meine Hand ran. Das war ziemlich nice und es war wieder eine komplett andere Richtung als das, was auf dem Album vorher ging. Ich raff's nicht. Aber ich feier's. So kannst du auf alle Fälle nicht langweilig werden. Ich weiß, was ich zu erwarten habe. One studio session laid down. I miss the days when I was grilling credit parties, not a care in my mind. I got a cam shake in my left hand, in the right one is a postcard signed better times. I watch the sound charted gold turn to coral and stone. We've been through flames you wouldn't even know. We've been to rock bottom. Okay. I miss the days when I was selling crabby patties, not a care in my mind.
Alter, was geht denn im Hintergrund eigentlich mit der Produktion ab? Was hat... Alles daran ist wild. Ich weiß, es ist echt schwierig, es zu hören. Aber ich find's mega stabil und gut produziert. Und auch die... Allein der Ideenreichtum im Hintergrund ist pervers. Eigentlich hatte ich noch zwei andere Songs. Ich habe aber beide vergessen und sie werden mir gerade auf YouTube nicht vorgeschlagen. Deswegen, einfach wegen dem Namen, muss ich The Oral Cigarettes nehmen, weil ich nicht weiß, was ich mir darunter vorstellen soll, aber der Sänger von Cold Rain ja anscheinend dabei ist und das schon wild ist. Was ist denn der Bassist, bitteschön? Also irgendwie feiere ich es, ja. Aber warum sehen die alle nicht real aus? Keine Ahnung. Und der Bassist sieht so aus, als hätte man gesehen, wie die Menschen sich bewegen sollten, aber kann es noch nicht so ganz. What the fuck, Alter? Okay.
Ich feiere den Bass zu viel, das ist der Wahnsinn. Wie der Bass immer höher geht im Refrain. Kurze Frage, wer davon ist jetzt von Cold Rain? Ich bin zu schlecht in sowas. Krass. Aber das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Hahaha, ich habe wieder gefunden, was ich vorhin gesehen und gesucht habe. Ocean's 8 Alaska. Bin gespannt, weil ich war nicht so heiß auf die letzten Singles. Irgendwie hat mir so der bisschen Catch immer gefehlt. Ich meine, klar, Chris Turner ist immer ein Grund, das zu hören. Aber ich finde den Rest halt meistens nicht so heiß. Okay. Ich feier's, dass er sich gerade ein bisschen zurücknimmt, drummäßig. Jetzt kannst du gleich abgeben. Genau das. Ja. Jetzt bringt es zurück in den Refrain. Eine Wiederholung, oder? Ja, und jetzt geht's wieder im Refrain. Oder macht einen Breakdown. Macht einen Breakdown. Ignoriert den Refrain, macht einen Breakdown. Schade. Und der Song ist nice. Das war's schon. Bin ich nicht mehr mad. War richtig gut gemacht. Also. Touché. Bevor ich jetzt noch weiter irgendwas suche, sage ich. Miau, miau, miau. Ciao, Kakao. There is a guy.